Und im Bund des Primus steht geschrieben, wenn die 47 Sphären eine Linie bilden, wird ein ewig währender Konflikt seinen Höhepunkt erreichen. In einer Welt gezeichnet von Chaos. Und die Schwachen werden untergehen, im Schatten einer sich erhebenden Dunkelheit. Kein aus dem Himmel regnet's Feuer? Versteht sich von selbst. Es ist ja auch eine Untergangsprophezeiung. Ich würde sagen, es ist ziemlicher Quatsch. Ich dachte immer, unsere Ahnen meinten damit unseren Heimatplaneten. Aber da Cybertron nun schon seit Äonen in Dunkelheit liegt... Und wenn man bedenkt, was seit Megatrons Ankunft diesem Planeten hier widerfahren ist... Wow, wow, wow. Wir haben doch noch nie einen Gedanken an diesen alten Aberglauben verschwendet. Warum also jetzt auf einmal? Weil die planetarische Konstellation, auf die die Prophezeiung hinweist, nahezu erreicht ist. Und es scheint, als wäre ihr Endpunkt die Erde. Verrückter Zufall, oder? Und wie lange noch? Ein paar Tage, höchstens. So beunruhigend diese Prophezeiung auch sein mag, ich mache mir mehr Sorgen, dass manche glauben könnten, die Prophezeiung würde sich allein auf sie beziehen. Ich habe das Blut des Unicron nicht aufgespürt, nur damit mein eigener Funke lodert, sondern um Armeen von Untoten zu regieren und Welten zu erobern. Um das zu erreichen, benötige ich mehr als nur den Splitter, den ich in mir trage. Also, wo ist mein dunkles Energon? Dort draußen, Lord Megatron, und es wartet nur darauf, dass ihr es euch holt. Aber ihr solltet euch nicht so unter Druck setzen. Ihr hattet Rückschläge, ihr wart in Stasis. Und genau deshalb muss ich die verlorene Zeit aufholen. Ich sehe die Zukunft vor mir, lebhaft. Aber ich muss dafür sorgen, dass sie eintritt. Denn ich bin die sich erhebende Dunkelheit, von der die Prophezeiung spricht. Weiter. Ach, nein. Junge im Kostüm. Ballon. Nein. Oh, warte. Die Kamera scheint Bee zu lieben. Was soll man machen? Als Superstar bist du Paparazzi-Futter. Moment mal, ist das Bumblebee? Auf einer Verschwörungswebsite, wo User Beweise für Begegnungen mit der dritten Art posten. Aber wir haben das im Griff, Ratchet. Wir löschen Bee und ersetzen ihn einfach durch. Die Marskatze sagt, bring mich zu deinem Ernährer. Hat Ratchet tatsächlich gelacht? Optimus, willst du mal was Lustiges sehen? Nein. Nehmt's nicht persönlich. Primes sind ebenso. Ich hab Optimus noch nie lachen, weinen oder ausrasten sehen. Auch wenn Optimus seine Gefühle unter Kontrolle hält. Ich kenne ihn weitaus länger als jeder andere von euch. Und er war anders, bevor er zum Prime wurde. Optimus war nicht immer ein Prime? Auf Cybertron wird man nicht als jemand von Bedeutung geboren. Man muss es sich verdienen. Und inwiefern anders? Reden wir über einen Partylöwen? Nein, nein. Optimus war eher wie... Jack. Was? Ich bin nicht wie Optimus. Prime, diese Überfälle, denen meine Abteilung nachgeht. Wir dachten, es sei Mac aufgrund der getarnten Operationen. Bis vor wenigen Minuten die Sicherheit beim Teilchendetektor in Pennington das hier eingefangen hat. Soundwave. Rev kann ihn durch eine lustige Katze ersetzen. Der Korn ohne Gesicht hat das neueste Modell eines Phasenleiters mitgehen lassen. Hier ist eine Liste mit allem, was uns bisher als gestohlen gemeldet wurde. Plasma-Injektor, Neutronenschild, Hyperwürfel. Es fehlt ihnen nur noch eins, falls sie vorhaben sollten, eine... Die Decepticon-Weltraumbrücke 2.0 steht kurz vor der Inbetriebnahme. Alles, was noch fehlt, ist... Wie Soundwave sagte... Eine starke Energiequelle. Diese hier befindet sich auf einem extrem gesicherten Territorium. Nach menschlichen Maßstäben. Ich könnte mich reingraben. Der Tag der Prophezeiung steht kurz bevor.
Wir haben keine Zeit für Spielchen. Prime, diesmal haben's die Cons zu weit getrieben. Sie sind in ein Militärlabor eingedrungen. Unsere Jungs halten sie in Schach, bis ihr Team eintrifft. Agent Fowler, ich befürchte, Megatrons Verzweiflung befindet sich auf dem Höhepunkt. Und sie wissen ganz genau, dass ich menschliche Todesopfer unter gar keinen Umständen tolerieren kann. Fowler hier, das gesamte Personal abziehen, und zwar jetzt sofort. Megatron, die Ladung ist gesichert, aber die Autobots sind aufgetaucht. Ja, bringt das Schiff in Position. Die Ladung wird bereit sein. Bumblebee, das Team könnte Unterstützung gebrauchen. Sie sind 3 Kilometer nördlich deiner jetzigen Position. Wenn du Rev bei der Ausfahrt absetzt, kann ich ihn dort per Erdbrücke abholen. Ist schon gut, Bee. Wir machen unser Rennen ein andermal. Sieh an. Ein törichter Scout entfernt von seiner Truppe. Optimus. Megatron, ist dir nicht klar, welcher Irrsinn es ist, die Erfüllung einer Prophezeiung zu erzwingen? Warum etwas dem Zufall überlassen, wenn man sein Schicksal auch selbst bestimmen kann? Ah, da wir von Schicksal sprechen. Rev! Er atmet noch, aber schwach. Aha! Sieht aus, als hätte ich eine Biene geschlagen und ein Insekt zerquetscht. Nein! Ratchet, hol uns sofort zurück! Es muss einen Autobot erwischt haben. RC, kümmere dich um Raphael und Bumblebee. Was ist passiert? Megatron. Los, schnell, sofort in mein Labor. Doch, Raphael reagiert nicht. Wir brauchen eine Fehlerdiagnose seines Aufbaus, seiner Vitalwerte. Ich bin dafür nicht ausgerüstet. Ich rufe meine Mutter an. Sie ist zwar Krankenschwester, aber weiß sie auch, wie sich Energon auf den menschlichen Körper auswirkt? Aber weißt du irgendwas über den menschlichen Körper? Mom, es ist dringend.
Die Schwachen werden untergehen. Sei stark, Raphael. Die Energiequelle ist in Kürze verfügbar, Lord Megatron. Wir werden jeden Moment vor Ort sein. In Kürze ist nicht genug. Die Sphären nehmen Aufstellung. Ich darf den Augenblick nicht verpassen. Lord Megatron, alles in Ordnung? Und abermals. Es ist, als könne ich Unicrons Gedanken lesen. Unicron? Der Chaosbringer? Man sagt, das dunkle Energon sei sein Blut. Ha, wer es glaubt? Stellt die Weltraumbrücke fertig. Ich hab da noch was zu erledigen. Kann es sein, dass er den Verstand verliert? Vielleicht. Mom, danke. Meine Tasche. Das Ausmaß der Absorption dürfte den geeigneten Behandlungsverlauf bestimmen. Wenn ich den Jungen nicht sofort stabilisieren kann, wird er den Tisch nicht lebend verlassen. Haben Sie verstanden? Ja. Bee, hör zu. Ich weiß, wie es ist, zuzusehen, wenn ein Partner leidet. Rache hilft Raff im Augenblick nicht. Du musst deine Gefühle unter Kontrolle halten. Ratchet, wie geht es Raphael? Das lässt sich noch nicht sagen. Er ist in guten Händen. Nicht in meinen, Optimus. Verflucht sei mein cybertronischer Stolz. Wir verbringen unser Leben mit diesen Menschen und doch habe ich bis jetzt fast nichts über ihre Wissenschaft oder Medizin gelernt. Reiß dich zusammen, alter Freund. Raphael braucht dich. Und ich beginne ihn zu brauchen. Log meine Koordinaten ein und aktiviere die Erdbrücke. Fertig! Bulkhead, kehr zum Stützpunkt zurück. Ich habe noch etwas zu erledigen. Was? Im Ernst? Ich war ein Narr, nicht zu erkennen, was uns die Geschichte gelehrt hat. Wieder und immer wieder. Autobots und Decepticons werden sich niemals ändern. Wenn es keine diplomatische Lösung für diesen ewig währenden Konflikt geben kann, dann darf ich nicht zulassen, dass noch mehr Dunkelheit über diesen oder irgendeinen anderen Planeten kommt. Megatron muss vernichtet werden. Ich komme wegen Megatron. Und nur seinetwegen. Zieht euch zurück und ihr bleibt verschont. Flammende Berg aus meiner Vision. Als ob er mich gerufen hätte, mich hergeführt hätte. Genau hier werde ich meine Weltraumbrücke positionieren. Von diesem Ort aus werde ich das dunkle Energon ernten. Megatron, ich bin hier, auf deinem Schiff. Komm und stell dich mir. Und das ist der Ort, an dem ich ihn besiege. Den letzten der Primes. Hört alle her! Jeder Decepticon, der es wagt, Hand an Optimus Prime zu legen, wird sich dafür verantworten müssen. Soundwave, log meine Koordinaten ein und führe meinen Gegner seinem Schicksal entgegen. Jack, hilf mir, Raph ins Auto zu bringen. Er muss in die Notaufnahme. Schwester Darby, Ihre Ärzte werden nicht herausfinden können, was ihm so zugesetzt hat. Nicht ohne jahrzehntelanges Studium. Ich habe keine Zeit zum Diskutieren. Die Auswirkungen eines Energon-Schlages sind sogar für einen Autobot gefährlich und er ist nur ein Mensch. Ich bekomme keine Messwerte. Wie konnte ich das nur übersehen? Raphael wurde infiziert von dunklem Energon. Megatron,
Heute wirst du dich für deine Verbrechen gegen Cybertron und gegen die Menschheit verantworten. Einer wird leben und einer wird fallen. Du, Optimus Prime! Wenn das dunkle Energon dabei ist, Rev von innen her aufzufressen, dann müssen wir es austreiben, und zwar schnell. Das ist der einzige Weg, der mir einfällt. Ich brauche Energon. Moment, Sie sagten, auf Menschen wirke sich Energon verheerend aus. Unter ganz normalen Umständen durchaus. Aber ich vertraue darauf, dass es das dunkle Energon in Raphaels Körper auf direktem Wege angreift. Niederlage wurde von den Ahnen vorhergesehen. Wie steht es geschrieben? Die Schwachen werden untergehen. Du solltest nicht alles glauben, was du liest. Bring ihn hier rüber, schnell! Sein Puls stabilisiert sich. Oh, B? Optimus, wir haben es geschafft. Schicksal. So sollte es nicht zu Ende gehen. Im Gegenteil, Megatron. Ich hätte niemals zugelassen, dass es anders endet. Bulkhead, du hast Optimus mit Megatron allein gelassen? Ich hatte keine Wahl. Es könnte eine Falle sein. Wir müssen seine Position herausfinden. Wie hattest du es formuliert, Optimus? Ich hätte niemals zugelassen, dass es anders endet. Ich habe Optimus-Koordinaten. Wartet! Aber wie ist das nur möglich? Was? Was ist los?
Wir müssen Optimus da rausholen! Sofort! Ja. Es scheint, dass das von mir gesuchte Blut des Unicron nicht dort draußen ist, sondern genau hier. Dunkles Energon, das aus der Erde hervorbricht?